Thema Beziehungsarbeit, beziehungsweise Sie können da wahrscheinlich so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern. Wie hat sich die Arbeitsbelastung für Lehrer und Lehrerinnen verändert? Welche Unterstützungsangebote bekommen die Lehrer, LehrerInnen seitens der Schule oder des Landes? Keine. Es gibt keine. Ich habe seit einem Jahr gesagt, dass beispielsweise das, was Herr Wößmann gesagt hat, und das war übrigens nicht in Bezug auf die Schulen, sondern in Bezug auf das Land, das, was die Schulleiterinnen und Schulleiter gerade leisten müssen, ist gleichzeitig Planungsbriefe, die quasi alle zwei Wochen kommen, umsetzen, neue Verwaltungsvorschriften durchführen, das alles an ein Kollegium weiterzuleiten, das absolut am Limit ist. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen quasi gleichzeitig versuchen, das, was von der Gesellschaft natürlich vielleicht auch zu Recht gefordert wird, so diese Inhalte weiterzuführen, möglichst kreativ zu arbeiten, teilweise mit Plattformen, die zunächst nicht funktioniert haben und zu denen es dann keine angepassten Fortbildungen geht. Also wie geht es den Lehrerinnen und Lehrern? Wir sind am Limit. Ich habe, Sie merken das vielleicht gerade mit meiner leicht und wirklich nicht gespielten Rage, ich habe täglich auf meinem Instagram-Account Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wir können nicht mehr. Und und das liegt, glaube ich, aus meiner Sicht daran, dass verschlafen wurde, zumindest mal einen Rahmen zu setzen dafür, woran man sich orientieren kann. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist das naiv von mir, ich verstehe auch nicht, warum das nicht getan wurde. Denn es gibt ja, was die Virologie angeht und die Epidemiologie, gibt es ja Räte. Wieso haben die Länder sich nicht Leute besorgt, die gesagt haben, so, was ist jetzt eigentlich beim digitalen Lernen, wo müssen wir eigentlich drauf achten, was brauchen wir für Ressourcen und welche Leitlinien können wir an die Hand geben? Wenn das eher getan wäre, dann wäre das letzte Jahr jetzt nicht als riesiger Rucksack auf dem Rücken so gut wie aller Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne.